Frau Stefan und vorstellen, werte Kolleginnen und Kollegen, ich kann da gerade anknüpfen. Wir wollten nämlich auch beantragen, dass sozusagen aus dem Prüfauftrag eine Forderung wird, wie Sie es ja jetzt auch gerade nochmal wiederholt haben. Es ist einfach schlüssig und ich möchte mal sagen, wir reden hier wirklich über ein Altgebiet. 2018 hat der Deutsche Städtetag eine Resolution und ein Programm veröffentlicht, in dem steht, dass die Mittel für den Ausbau des ÖPNV verdoppelt werden müssen in den nächsten 10 Jahren. Das war 2018. Wir haben 20 Milliarden Euro zusätzlich Geld vom Bund gefordert, jedes Jahr 2 Milliarden Euro zusätzlich und haben das gut begründet und haben dargelegt, wofür das Geld gebraucht wird. Jetzt ist inzwischen 2024 und wir stellen fest, dass es noch lange nicht erreicht ist, dieses Ziel. Und wir haben aber eine neue Qualität in der Auseinandersetzung. Das finde ich jetzt nochmal total wichtig zu betonen. Es sind nicht mehr nur die Verkehrsträger, die Kommunen, die Verkehrswissenschaftler, die es fordern, sondern es sind inzwischen die Beschäftigten selbst, die sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir gehen auf dem Zahnfleisch. Es braucht deutlich mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr und sie werden glücklicherweise unterstützt von einer breiten Öffentlichkeit, allen voran denen, denen besonders der Klimaschutz am Herzen liegt. Und vielen Dank dafür. Jetzt möchte ich noch mal was zu dieser wirklich absurden Diskussion der Diskriminierung von Verkehrsarten sagen. Wir haben hier in Kassel einen der renommiertesten Verkehrswissenschaftler der ganzen Republik und darüber hinaus, Professor Carsten Sommer. Der hat vor einigen Jahren sehr detailliert erarbeitet, wie man die Kosten, die die Kommunen tragen, für die unterschiedlichen Verkehrsarten darstellen kann. Und Herr Buschmeier, ne? Vielleicht machen Sie sich mal die Mühe und schauen sich das an. Und dann werden Sie lesen, dass die Stadt Kassel für den Autoverkehr 3-mal so viel Geld ausgibt, wie für den ÖPNV. Ganz zu schweigen von Fahrrad- und Fußverkehr. Das wollen wir mal ganz bei der Seite lassen. Und wenn man von Diskriminierung spricht, dann finde ich, muss man all die anderen, nämlich die umweltverträglichen Verkehrsarten, deutlich besser ausstatten, weil sie schon ewig, schon lange diskriminiert sind im Verhältnis zu den Autokosten und zu den Investitionen, die in den Autoverkehr vorgenommen werden. So rum wird halt schon draußen. Und unser Antrag lautet jetzt zusätzlich, dass wir den Änderungsantrag der Koalition zumindest in Punkt 4 separat abstimmen, weil dem dessen ein Umkehr. Wir gehen davon aus, dass der Änderungsantrag der Koalition angenommen wird, weil sie eine Mehrheit stellen. Und wir möchten dann aber, dass wir dem Punkt 4 widersprechen können, weil der einfach, so wie er da steht, falsch ist.